So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Space. Ich hab vergessen, war so ein bisschen Atmosphäre, ne? Warte mal, ich mach mal. Bin ich immer so ein bisschen atmosphärisch? Weiß nicht, ich find's schön. Naja, gut, lass uns loslegen. In der letzten Folge haben wir die Krankenstation durchlaufen und haben da das Material gefunden, um uns den Weg hier frei zu sprengen. Den hier. Und da sollen wir jetzt auch hin. Los geht's. Mal gucken. Ach, und wir haben uns diesen Blaster gekauft, tatsächlich. Okay, Sie sind durch. Bis zur Leichenhalle sollte es sicher sein. Die Codes sind an der Leiche des Captains. Leichenhalle sollte es sicher sein? Guck dir mal die Wand an. Ich glaube, hier ist gar nichts sicher. Oh mein Gott. Ja. Oh, bitte, schrei doch nicht so. Oh Gott, das Spiel ist immer so laut. Krieg ich immer Angstzustände bei. Echt, ich krieg da wirklich immer Schweißausbrüche. Weil ich das total gruselig finde. Ich krieg Angst, ich erschrecke mich, ich bin da wie so ein kleines Kind. Fangen an, mich halt zu jucken und so. Puh, es war mal Zeit, da fand ich sowas nicht so schlimm. Aber jetzt, umso älter ich werde, umso gruseliger werden diese Dinge einfach. Ich mag auch gar keine Splatterfilme mehr gucken, so wie Saw und so ein Scheiß. So ein Scheiß bin ich komplett raus. Oh, das macht so ein bisschen schlimm aus. Geh weg, du hässlicher Mr. Jones! Ah, du sollst tot sein! Wer überlebt sowas? Ich hab den Arsch geschossen! Missgeburt! Ich dachte, er hat noch gezappelt, Alter, Digga. Hab mich was berührt von hinten. Ich weiß nicht, ich find's super gruselig. Ich weiß nicht, ich find's gruselig. Wie gesagt, mit 19, 20, da konnte ich das auch. Aber jetzt, nee. Ich bin da komplett raus. Was haben wir nicht den Funzel? Welches Spiel hat denn da vorne Funzel? Ich glaube, das war bei Chernobyl. Warte mal. Ganz schön gemütlich hier. So. Bleibst. Da. Sauerstoff. Was matscht denn so? Dieser Arm matscht uns hinterher. Liebt er? Hat ein eigenes Leben. Funzel, 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 Funzel. Nö, was ist das? Credits. Nicht. Wie kann ich nochmal meine Waffen wechseln? Ah ja. Auch voll. Wie gehe ich denn nach links rüber? Wie mache ich das denn? Steuerkreuz oder was? Ne, gar nichts. Hä? Ah! Ja. Der hier fährt uns. Wie war das denn nochmal mit den Antigravitations- oder Gravitationsteile hier? Nur rüberschmeißen. Da haben wir das. War das mit dem Cutter aber, ne? Du musst den Cutter dafür ausgerüstet haben, richtig? Wir haben wieder Strom. Und wir haben wieder Monster. Nein, nein, nein. Einfach nein. Bist du irre? Warum flappelst du mir da hinterher, du? Was für eine Schlange? Missgeburt! Oh, ich erschreck mich doch.
Der lebt noch! Kacke! Warum stirbt er nicht? Ist er gepanzert oder so? Anna! Oh, hässliche Spacken, Alter. Minipack. Ja. Haben wir ja souverän gelöst, oder? Können wir nachladen? Haben wir wieder drauf? Ja. 50 Schuss, leck mich am Arsch. Gut. Hallo? Kann mich jemand hören? Ja. Mein Name ist Aline Fisk. Ich bin gerade hier aufgewacht und alle anderen waren weg. Ja? Ich weiß nicht, was vor sich geht. Warum sind alle gegangen? Ich werde sie jetzt suchen gehen. Nein. Wenn Sie das hier hören können, dann kommen Sie bitte her. Ich höre ein Kratzen im Innern der Wände. Ja. Hallo? Wer ist da? Ja. Sind Sie Arzt? Ja. Warum sind alle... Moment, ich kenne Sie doch. Sie sind Harris, der Gefangene aus der Kolonie. Sie haben die Krankenschwester umgebracht. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Bitte! Okay. Das ist der, der die Krankenschwester umgebracht hat? Wow. Da ist ja mal so gar nichts von übrig geblieben, ne? Scheiße! Ich hasse deine Beine! Ich glaube, der Cut, der bringt da mehr, ne? Was soll das? Achso, navigieren, Tab verlassen. Noch mehr. Credits, 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 Credits. Das war eine Falle. Der Stoff ist voll. Okay. Hier, da muss man hin, ne? Da, Strahlmunition. Wir müssen mal unbedingt eine Inventarerweiterung haben. Definitiv. Ich weiß nicht, also ich finde, der Cutter, der macht mehr Damage, ne? Hey! Lass es sein! Warum macht sie denn das? Er lebt noch! Lass das! Er hasst das! Ja! Bestes, was du machen konntest! Wirklich! Alter, der Typ hat noch gelebt, obwohl sie ihn da so auseinandergefetzt hat. Stimmt mit diesem Spiel nicht. Wer denkt sich sowas Krankes aus? Und wer ist krank genug, um das zu spielen? Wissenschaftliches Logbuch von Dr. Kenny T. Chief Science Officer an Captain Matthäus.
Benjamin, ergänzen Sie unser vorheriges Gespräch, möchte ich Sie bitten, den Transport des Markers auf das Schiff und einen oder zwei Tage nach hinten zu verlegen. Sie wissen, dass ich genauso erpicht wie Sie darauf bin, in detaillierte Studien und ich verstehe die Dringlichkeit, die sich aufgrund der Ereignisse in der Kolonie ergeben. Doch es ist etwas rund um meine Bitte. Was dort passiert ist, ist einfach zu einzigartig, zu beispiellos, um es ohne eine angemessene Untersuchung zu der Ursache zu... Okay. Ihr seid alle krank. Warum? Da passiert eine Scheiße und ihr so, oh geil, das müssen wir jetzt mal untersuchen. Das ist immer so. Die Menschen müssen immer alles untersuchen, alles irgendwie erforschen, sonst können sie es einfach nicht glauben. Ja? Warum passiert so etwas? Wissenschaftliches Logbuch, Chief Science Officer Dr. Keim. Die Probleme in der Kolonie machen mir große Sorgen. Zweifellos haben sie mit dem Entdecken des Markers zu tun. Aber wie genau das alles zusammenhängt, das ist einfach dunkel. Fast 40% der Kolonisten sind dem Wahnsinn verfallen, zu dessen offensichtlichen Symptomen akute Depressionen, Schlaflosigkeit und Halluzinationen zählen. Depression? So sieht Depression aus? Ausschreitungen und selbst Mord deuten ebenfalls auf extreme Paranoia hin. Auf Anweisung von Dr. Mercer soll ich einige der Infizierten zu Studienzwecken an Bord bringen. Der planetare Psychiater Dr. Walland hat berichtet, dass seine eigenen Analysen fruchtlos waren. Ich zögere momentan noch, mich auf Dr. Mercer zu verlassen, aber ich brauche seine Expertise. Wir brauchen Lösungen, und zwar schnell. Also, wenn man Depression hat, verwandelt man sich in so ein vierarmiges Monster mit solchen Klingen dran und tötet andere Leute und isst sie womöglich auf. Was ist Depression? Ja. Ja. Einfach nur, um sicher zu gehen. Leichenhalle, wa? Wie gefüllt. Was wäre denn? Oh! Gott, der verwandelt gleich in solche Kackdingens. Was bist du bloß, ein hässliches Tier? Wie viele Leichen wären die denn gewesen? Hätten wir Codes erhalten und sie sehen gut aus. Gott sei Dank. Ich werde mir jetzt die Aufzeichnungen des Captains vornehmen. Gehen Sie zur Monorail-Station. Ich melde mich bei Ihnen. Ich werde herausfinden, was auf diesem Schiff los ist. Hier könnte echt Probleme machen, ne? Wir brauchen noch mehr Inventar, dass wir mehr Inventarplatz haben. Und mehr Schuppen. Und irgendwer sammelt hier, wer sammelt? Der Vollgeladen, der Vogel? Ja. Boah. Stimmt, geht die Tür von hinten auf. Noch mehr Leichen. Ach, scheiße, Leute. Pupsi, pupsi. Ein bisschen ungestüm, ne? Moment, ist das nicht da, wo wir gerade da reingekommen sind? Wohin müssen wir? Durch die Tür, oder? Aber das haben wir die doch eingebaut. Nee, gar nicht. Wir müssen da hin. Oh Gott. Alter.
irre. Einer von denen hat es irgendwie runter ins Cockpit des Captains geschafft. Aber ich konnte ihn in einer defekten Rettungskapsel einsperren. Ich hebe jetzt die Abschottung auf. Da sind die Deckprotokolle. Was auch immer hier passiert ist, kam aus dem Planeten, als sie die ersten Stollen wurden. Es verbreitete sich in der Kolonie und erreichte dann das Schiff. Das ist keine Infektion. Das ist eine außerirdische Lebensform. Scheiße, wir haben noch ein anderes Problem. Die Schiffsantriebe sind offline und unser Orbit zerfällt. Gehen Sie rüber zum Maschinendeck. Ich bleib hier und versuche rauszufinden, wo das Problem ist. Hier spricht Medical Officer Nicole Brennan und ich hoffe, ich bin im ganzen Schiff zu hören. Ja. Wir brauchen mehr Hilfe. Wir haben nicht genug Leute, uns um so viele Fälle zu kümmern. Niemand will uns sagen, was hier los ist. Diese Wunden. Wir sind auf sowas nicht vorbereitet. Gott. Bringen Sie ihn zu dem Tisch. Halten Sie ihn fest. Schwester, drücken Sie ihn nach unten. Himmel. Ende der Aufzeichnung. Oh Gott, ist das entsetzlich. Das war Nicole, oder? Ja. Ich kann von hier aus nicht sehen, wie alt der Eintrag ist. Ich bin sicher, dass sie hier irgendwo ist. Speichern ist gut. Müssen wir gleich nicht da. Können wir zum Shot nochmal haben? Da haben wir noch die Credits am Start. Aber ich glaube, eine Rüstung Level 3 kriegen wir gerade nicht, ne? Strahlenkanone. Wir haben 16.000 Credits. Die Strahlenkanone. Ja. Zeitgesteuerte Minen. Okay. Flammenwerfer. Plasma. Hat er was? Plasma-Energie? Warte auf, wir warten einfach. Wir haben auf jeden Fall ein neues Objekt. Wo ist das denn? Energieknoten. Haben wir? Ja, aber wir haben Knoten, ne? Wir hätten uns auch einen Energieknoten kaufen können, aber wo ist, wäre denn eine Werkbank hier? Wo wir einsetzen können. Das wäre natürlich mehr als praktisch, wenn wir jetzt hier eine fucking Werkbank hätten. Das haben wir hier nicht. Aber speichern können wir schon mal. Ich finde Speichern immer sehr nice. Also, Kinderchen, das war's für heute. Das war wieder die nächste Horrorfolge. Es wird immer gruseliger für mich. Ich muss sagen, ich habe echt Angst. Ehrlich. Aber wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Okay, bis dahin. Tschüss, Leute.